Willkommen zurück zu Let's Play die Schicksalsklinge. Im letzten Video haben wir den Drachen hier in Runin gefunden. Allerdings war es kein Untier, sondern eher ein Liebestier. Deswegen haben wir ihm geholfen. Im Gegenzug hat er uns aber auch ein Artefakt geschenkt. Und Rondran konnte ein gutes Schwert auftreiben, sodass eigentlich alle Helden zufrieden sind. Und jetzt wollen wir möglichst schnell zurück ans Festland und den nächsten Informanten aufsuchen. Wir haben jetzt noch drei Namen. Einmal in Chaisingor, das ist allerdings im Norden, da möchte ich nicht unbedingt nochmal hin. Tos oder Angbodiertal. Und ich fände Tos gut und das passt doch hier, Otter. Von Otter hier aus können wir relativ zügig. Ach ne, hier gab es kein Wirtshaus, ne? Ja, von Otter hier aus können wir relativ zügig zu Fuß weiter marschieren Richtung Tos. Mit einigen Umwegen, muss man dazu sagen. So, Mirel wird nochmal die Wunden von Xania heilen. Oder? Ja. Und Xania meditiert. Sehr schön. Und dann schlafen wir mal 9 Stunden. So, ist das Schiff jetzt da? Ja, wir machen uns an Bord gemütlich. Und das ist ein schnelles Schiff. Das ist ja wunderbar. Da kannst du ja kaum so schnell gucken. So. Mitten am Abend. Gehen wir dann nochmal in das Gasthaus ein, in dem wir schon ein paar Mal waren. Schön was essen. Dies. So. Dann speichere ich nochmal, bevor wir wieder in die Wildnis aufbrechen. Wie sieht es mit Pfeilen aus? 15. 23, aber noch ordentlich welche bei Rondran geparkt, also können wir los. Am Wirkrand erkennt ihr eine windgeschützte Stelle. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Nein, wir reisen weiter. Ein kleiner Kutter segelt in eurer Richtung die Küste entlang. An Bord könnt ihr zwei Leute erkennen. Ihr beachtet den Kutter nicht. Ihr winkt den Leuten zu. Wir beachten den Kutter nicht. Der Kutter zieht an euch vorüber. Bald könntet ihr nur noch das Segel am Horizont ausmachen. So. Neria sucht nochmal Kräuter, ein Wirsekraut, das ist schön. Vor euch liegt eine verlassene Herberge. Der ideale Ort, um hier zu rasten. Oh, kämen wir mal das Gemäuer ein. Neria macht. Und Neria langt kräftig zu. Ist ja fantastisch, was sie da eben alles gefunden hat. Chalgi erschreckt während der Wache plötzlich auf. Irgendwo aus dem Untergeschoss des Gebäudes waren eindeutig Geräusche zu hören. Er weckt euch. Die Geräusche hören nicht auf. Ihr steigt die knarrenden Treppen hinunter und nähert euch der Quelle des Lärms. Als ihr in die Küche kommt, könnt ihr feststellen, dass die Spuren, die ihr im Staub gefunden habt, offensichtlich nicht von anderen Reisenden stammen. Vielmehr führen sie auf eine Klappe zu, die im Küchenboden eingelassen ist. Und die Geräusche stammen eindeutig von irgendwo unter euch. Vielleicht Schmuggler bei ihrem nächtlichen Treiben. Wollt ihr vielleicht auch nur Ratten? Wollt ihr die Klappe öffnen und nachsehen? Die Ratten weiter im Vorratskeller rumoren lassen? Aber wir sind Helden und sehen natürlich nach. Eine verfallene Herberge. Na, da speichern wir nochmal lieber. Und Zombies.
Zombies rumoren in der Nacht. Aber wie wir eben schon gesehen haben, hält sich die Gefahr, die von Zombies ausgeht, doch arg in Grenzen. So, wie. Dies ist der ehemalige Kühlkeller. Ihr merkt auch, dass die Luft hier deutlich kühler ist als im Nachbarraum. Um genau zu sein, es ist bitterkalt. Die Wände des Raums sind von schwachem, bläulichem Flimmern durchzogen. Das klingt ja nicht gut. Eine Geheimtür hat gerade Nera gefunden. Dies ist wohl der Raum, in dem der Wirt der Herberge früher seine Wertsachen aufbewahrte. Aber drängt sich mal schnell nach vorne. Hat ja seinen Einsatz fast verpasst. Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält Folgendes: eine Skraja. Mal sehen, ob die was Besonderes kann. Sie kann nichts Besonderes erkennen. Dann weg damit. Ein genauer Blick auf die Wand enthüllt Arbosch eine Geheimtür. Mit einem Poltern öffnet sie sich, als er sich einem Schloss zu schaffen macht. Sehr gut. Auf diesen Zwerg ist eben Verlass und ein Skelett. Wir zittern wie Espenlaub. Da ist das Skelett Geschichte. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gangseite zu erreichen. Eine Truhe und eine Mumie. Ja, wir sind ja mittlerweile schon erfahren im Umgang mit Mumien und hauen sie in Rekordgeschwindigkeit kurz und klein. War hier nicht noch eine Truhe? Oh. Aha. Aha, wo sind wir jetzt denn? So viel dazu, dass wir erfahren im Umgang mit allen möglichen Gefahren sind. Xania verletzt sich relativ schwer selbst. Und Mirelle stümpert auch mit ihrem Schwert rum. Und Xania kriegt nochmal was von dem Skelett ab. Jetzt will das Skelett aber dann doch beweisen, wie gefährlich Skelette sein können. Wow! Wow! Ich kriege ja fast ja schon Angst. Was ist das denn? So viel zu meiner Überheblichkeit hier. Xania ist fast tot, wenn ich das richtig gesehen habe. Neria kann abwarten. Ja, na oder. Naja, 15 noch. Na, da zieht sie sich mal lieber zurück. So. So, Rondran ist heran mit seinem Schwert, das besonders gut gegen Untote ist. Und die Ordnase und das war's schon wieder. 54 Abenteuerpunkte. Ich glaube, aber gibt ihr mal einen Heiltrank. Ja. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet?
Was haben wir denn hier? Alchemie-Set, Charisma-Elixier, Wunderkur, Gegengift. Rezept für Umikum, das haben wir schon. Für Kraft-Elixier und für starken Zaubertrank. Nicht schlecht. Wir können eigentlich fast nichts mehr tragen. Das ist natürlich ein Problem. Dann müssen wir nochmal die Einbeeren verfüttern vielleicht. Und was können wir noch? Haben wir noch einen Zaubertrank? Nee. Die Pfeile. So. Und ja, ich heilige vergiftet noch mal wieder seine Orgnase. So, das ist das Rezept für Kraftelixier. Und er hat hier so viel Untote gesehen, dass er sich mal einen Schnaps genehmigt und Mut antrinkt. Aber tut's ihm gleich. So. Wollen wir noch mal den Heiltrank hier hinpacken? Das ist ein einfacher Heiltrank. Dann nimmt Xania den noch mal zu sich. So. Und den Zaubertrank nimmt sie auch an sich. Und das Gift. Das kriegt Chirurgia, so. Das sieht doch schon wieder besser aus. Okay. Hier führt ein mechanischer Aufzug nach oben. Dann benutzen wir den nochmal. Bis auf die beiden Zauberer und die Mumien, die hier offensichtlich Wache stehen, ist der Raum leer. Hahaha. Am Boden ist mit frischem Blut ein Heptagramm gezeichnet, über dem seltsame grünliche Nebelschwaden stehen, aus denen sich langsam halb konkrete Formen bilden. Wollt ihr die Beschwörung unterbrechen, natürlich? So. Oh ja, drei Mumien und zwei Zauberer. Dann wollen wir mal die Elfe in Stellung bringen. Aber schnappt sich mal die erste Mumie. Ja. Oh, und da hat sich mal die niedrige Magieresistenz Chalgirs gerecht und wurde hier erwischt. So, und Neria bringt sich auch in Stellung. So, Chalgir hat schon. Naja, 30 LE noch. Dafür schon mal die erste Mumie ausgestaltet. Und Rondran kümmert sich hier um die nächste. So. Und Zeit mal den Ignifaxius, den wir gerade wieder erhöht haben, auszupacken. Ja, mit voller Stärke. 11 nur. Gleich nochmal. So. Das war die Nummer 1. Boah, ach, er hat seine Waffe vergiftet. Ich vergaß. So. Da hat sich das Blatt schon wieder gewendet. Und Mirael wird hier mal den blenden. Ja. So. Das hält ein Zauberer nicht lange durch, normalerweise.
Und das sowieso nicht. So. Totenkopfgürtel. Nehmen wir mal einen mit. 60 Abenteuerpunkte. Chalgir ist betrunken. Da hat er vielleicht den Schmerz nicht so sehr gemerkt. Das ist auch gar nicht so schlecht. Und dann flößen wir ihm trotzdem beim Heiltrank ein. Und werfen das hier weg. So, Xania hat sich auch einen Zaubertrank wieder verdient. Gut. Die Toten Kopfgürtel analysieren. Kann nichts Besonderes erkennen. Was auch immer die Tolles tun sollen. Ja, jetzt sind wir hier irgendwie. Achso, damit können wir den Aufzug wieder benutzen. Ja. Und sind wir unten. Kommen wir irgendwie hier nicht weiter, hier kommen wir nicht raus. Dann wir Xan ja doch mal hier durch die Wand schauen. Mit dem Penetritzel. So, und dann uns raus teleportieren. Dahin. So, und was ist das jetzt hier? Ein muskelbepackter, kleinwüchsiger Mann säubert gerade eine eiserne Jungfrau. Vom angetrockneten Blut. Als er euch bemerkt, greift er an. Nicht ohne vorher noch einmal einen Alarmruf ausgestoßen zu haben. So, so. Aber ein einziger Computerkampf. Folterknecht. Das war's schon. Und Goldschmuck brauchen wir nicht, Heiltrank brauchen wir nicht. So, geht's hier weiter? Ah ja. Zombies. Also es scheinen hier irgendwelche Totenbeschwörer zu sein, die wir eben gerade schon ausgeschaltet haben. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich nur an die Oberfläche zurückkehren. So. Xanias und den nächsten Zaubertrank. Man weiß ja nicht, man weiß ja nie. Und weiter geht's. Da war irgendwie die klebrige Flüssigkeit wieder. Hier ist irgendwo ein Geheimgang, ne? Ja. Der große Raum ist von weißem Gestank erfüllt. Durch die Schwaden bräunlichen Nebels könnt ihr einen Alchemisten, na, das, wenn das nicht der Meister ist hier, an einem Tisch werkeln sehen. Aber auch er scheint euch bemerkt zu haben. Auf eine Handbewegung seinerseits lösen sich fünf undeutliche Schemen aus der Tiefe des Raumes und greifen euch an. Okay. Das ist jetzt hier anscheinend der Nekromant in Person. Und er nimmt sich gleich den Zwerg vor, Abosch, aber hat glücklicherweise misslingt ihm das. Ach so, Quatsch, das ist ja Xania hier. Was mache ich denn? Gerade noch so. Ja, ich denke mal. Zeit für Xania, der nächste Magiebegabte, den es im Duell zu bezwingen gilt. Oder? Ja. So, da erstmal die Mumie, die ist ja der gefährlichste Nahkämpfer hier. So, Xania eilt herbei. Neri hat schon wieder den
Sichel angelegt. So. Ran, ran und die Mumie. So. Ach, so. Die Mumie ist gar nicht so ohne anscheinend. Vielleicht ein bisschen magisch verstärkt durch ihren Meister. So, jetzt ist Xania aber auch fast in Schussreichweite. Und der Magier zaubert weiter erfolglos gegen den Zwerg. Zwerge sind doch schwer zu verzaubern. Das solltest du eigentlich wissen, wenn du deine Kunst beherrschen würdest. Solche Sprüche führen normalerweise dazu, dass er gleich einen gelungenen Zauber raushaut. Da ist die Mumie erledigt und jetzt Xania. Nein. Hä? Ach, da ist irgendwie ein. Mit einem starken Ignifaxius hier gegen den Magier. Das hat noch nicht gereicht. So, die anderen erledigen noch den letzten Zombie und feuern Xania an. Ja. So, und noch ein Ignifaxius. Das war's. Totenkopfgürtel brauchen wir nicht. 12 Abenteuerpunkte hat das nur gegeben. Was ist das denn? Und eine Kiste. Alchemie-Set. Gegengift nehmen wir nochmal mit. Und Charisma-Elixier. Wunderkur. Noch ein Alchemie-Körperkraft-Elixier. Das nehmen wir mit. Klugheits-Elixier brauchen wir nicht. Exprojaler Feuer. So. Hebel, wollen wir den betätigen? Ja, immer, aber ich glaube, damit haben wir hier den Magier besiegt, der hier sein Unwesen getrieben hat. Und wollen mal lieber weiterziehen. Wer weiß, was der noch für eine gefährlichen Fallen hier eingebaut hat. Wir haben ja einige Rezepte gefunden und einige Tränke. Also das ist eigentlich keine schlechte Ausbeute. So. Dann sind wir hier. Geht's denn hier weiter? Da. Vier Zombies im Raum. Vier Zombies, ja. Ja. Dann wollen wir die noch mal kurz. Erledigen. Na, das flutscht ja richtig. Na, siehst du wohl. Xania hier auf einmal ungeahnte Nahkampfqualitäten. Na, das ist ja herrlich. Oh, noch mehr. Ein Skelett. Na gut. So. Hier steht eine Statue, die einen geköpften Raben darstellt. Welch ein Frevel! Also der Rabe ist ja das Göttertier Borons. Und natürlich hat der Nekromant hier das irgendwie entstellt. Offensichtlich eine Verhöhung Borons. Wollt ihr das blasphemische Artefakt zerschlagen? Ja. Als ihr auf die Statue einschlagt, durchzuckt ein greller Blitz den Raum. Einige Minuten später erlangt ihr das Augenlicht wieder und könnt erkennen, dass sowohl die Statue nicht mehr existiert, als auch sich in der Westwand ein Gang aufgetan hat. Na, das ist doch
Gar nicht schlecht. Aber ich. Dann mal raus hier. Jetzt sind wir ja auch alle schon ein bisschen mehr angeschlagen. Vollkommen erschöpft und ausgelaugt verlasst ihr die zerfallene Herberge und schleppt euch nach das Pota. Haha, toll. Dem eigentlichen Ziel eurer Reise, wo ihr nach einigen Stunden ankommt. Na, da fühlt man sich ja auch richtig sicher in das Pota. Ich speichere mal ab. Und das war's. Vielleicht bis zum nächsten Mal.